Seit Dienstag ist die Schwarze Galerie im Schloss Friedenstein zu Gotha um ein Ausstellungsstück reicher. Dabei handelt es sich keineswegs um einen alten Hut, sondern vielmehr um einen Sommerhut der Königin zu England, Queen Elisabeth II. Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch spricht von einer Sensation, die eine lange Vorarbeit benötigte. Wir versuchen seit 5 Jahren, enge Beziehungen zum englischen Königshaus und insbesondere auch zu Großbritannien aufzubauen. Und aus diesem Grunde gab es ja schon ein Patronat von Prinz Charles über eine große Ausstellung zu Ehren Herzog Alfreds. Es gab ein Patronat der Queen über ein deutsch-englisches Jahr. Und aus diesem Grunde haben wir gesagt, wir müssen mit kleinen Dingen diese gemeinsamen Beziehungen weiter pflegen. So kam Kreuch auf die Idee, der Monarchin einen Brief zu schreiben, mit der Bitte um eine besondere königliche Leihgabe. Der Queen hat das vorgelegt und die fand die Idee so toll, sie bekommen den Hut. 5 Jahre lang, jedes Jahr kommt ein neuer nach Gotha, die Queen möchte das gerne so. Und wenige Wochen später haben die Kollegen der Stiftung Schloss Friedenstein Kontakt aufgenommen und Herr Dr. Krischko hat das mit der persönlichen Putzmacherin der Queen eingefädelt und jetzt ist ein zitronengelber Hut hier in Gotha. Nicht wenige haben sich gefragt, was Kreuch da mal wieder für eine Idee hatte und es belächelt. Zufrieden zeigte er sich gestern und genoss ein wenig den Triumph des Erreichten. Als das Antwortschreiben aus dem Buckingham-Palast vom Privatsekretär der Queen, Edward Young, in Gotha eintraf, war die Begeisterung groß. Und das nicht nur beim Oberbürgermeister. Ja, das ist schon eine absolute Ausnahme, dass die Königin von England ja, einen Teil ihrer Garderobe zur Verfügung stellt, ihrer aktiven Garderobe, denn sie ist ja bekannt dafür, dass sie wirklich ihre Kleidung auch 2, 3, 4 Mal für öffentliche Auftritte nutzt. Und insofern ist das wirklich ein absoluter Sonderglücksfall, dass man das nun hier in den Räumen zeigen kann. Steht aber in guter Tradition, weil wir haben das Pilgergewand von Kaiser Maximilian und den Hut Napoleons und dann passt eben auch der Hut der Queen hier ein. Der zitronengelbe Strohhut ist noch bis zum 28. Oktober in der Ausstellung zu sehen, bevor er gegen das nächste Modell einer Kopfbedeckung aus dem Königshaus ausgetauscht wird.